wie ist Rebecca als Chefin? Das ist mir erst mehr als erstes aufgefallen, ist bei Rebecca ist ihr Humor. Ich bin erst mal reingekommen und sie meint, hey, du bist schwarz-grün angezogen. Das ist eine politische Aussage. Aber egal, Rebecca ist in allen Zusammenhängen irgendwie, hat sie immer Biss und Humor gleichzeitig. Genau. Es macht mir großen Spaß, bei Rebecca zu arbeiten. Ich bin ins Büro reingekommen und mir wurde von Anfang an irgendwie gleich viel zugetraut. Über Rebecca als Politikerin denke ich, dass sie vor allen Dingen sich auszeichnet durch ihre Glaubwürdigkeit, weil Rebecca sozusagen selbst ihr Leben lang Aktivistin war und den Leuten aus der Seele spricht. Arbeitet Rebecca zu viel? Rebecca ist eigentlich immer im Einsatz für die Sache. Rebecca runs for Europe von Kiew nach Athen, nach Madrid und ist dort dabei bei den Protesten, wenn es darum geht, dass die Mitarbeiter von dem Staatssender ERT in Radio besetzen oder in Kiew bei den Ukrainern, die sich dafür einsetzen, dass Janukowitsch sich Richtung Europa orientiert. Rebecca arbeitet viel. Es macht großen Spaß für Rebecca zu arbeiten. Rebecca ist selten da. Meistens kriegt man übers Telefon wilde Anrufe, Notstandslagen, sonstige Art.